Hey Michael Jackson Fans, 2020 rückt immer näher und da muss man sich natürlich auch schon auf das kommende Jahr vorbereiten. Na und wie macht man das als Michael Jackson Fan? Na, als erstes holt man sich natürlich, damit man gut ins neue Jahr startet, den brandneuen offiziellen Michael Jackson Kalender 2020 mit bisher unveröffentlichten Bildern bzw. mit Bildern, die noch nie in einem Kalender drin waren. Und das ist ja schon was ganz Tolles, finde ich. Endlich gibt es mal Bilder in einem Kalender wieder, die wir noch nicht als Kalenderblätter in so Großaufnahmen hatten. Die gibt es zwar im Internet, aber eben nicht in einem Kalender. Also ist das schon was Besonderes, finde ich. Ja, selbstverständlich zeige ich euch jetzt nicht die Rückseite vom Kalender, denn sonst würdet ihr ja schon alle Kalenderblätter für das Jahr 2020 sehen. Und dann zerstört man ja ein bisschen die Magie. Wenn man diesen Kalender noch nicht hat, möchte man ja selber überrascht werden, was für Bilder da mit drin sind. Und ja, deswegen zeige ich aus Prinzip nicht die Rückseite. Wenn ihr sie also sehen möchtet, kauft euch den Kalender oder sucht selbst im Internet, wenn ihr unbedingt wissen wollt, was für Bilder drin sind. Also ich finde, das macht sonst die Magie kaputt, wenn man den Kalender noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall, so sieht das Titelbild dieses wunderschönen Kalenders aus, den ihr natürlich auch käuflich erwerben könnt, bei Amazon zum Beispiel. Oder, wie ich es gemacht habe, geht doch einfach in einen Buchhandel direkt in eurer Umgebung und helft damit auch dem Buchhandel weiter zu existieren, damit nicht alles irgendwann nur noch über Internet zu bestellen ist. So habe ich es nämlich auch gemacht. Zu meinem kleinen Buchhandel gegangen, habe gesagt, hallo, ich würde gerne den Kalender für 2020 bestellen. Und dann haben die mir den bestellt und ein paar Tage später war er dann auch schon da. Wirklich toll. Und man tut auch noch was für kleine Geschäfte, damit sie überleben in der großen Welt des Internets. Denn ich finde es schade, dass immer mehr Geschäfte zumachen müssen, weil alle Leute noch im Internet kaufen. Also, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber ich kann nur dazu raten, unterstützt die kleinen Buchläden, sonst gibt es sie irgendwann nicht mehr. Und das fände ich sehr schade. Ja, jetzt sage ich nur noch viel Spaß. Holt euch den Kalender, wenn ihr ihn noch nicht habt. Passt auf, es gibt da zwei Versionen. Einmal diesen schönen Kalender, wie ich ihn habe, in A3. Und das andere ist ein ganz anderes Format. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Format nennt. Auf jeden Fall finde ich das andere Format überhaupt nicht schön. Deswegen empfehle ich euch, kauft euch diesen Michael Jackson Kalender 2020 in A3 und guckt, dass ihr auch den offiziellen Kalender bestellt. Es gibt nämlich auch noch unoffizielle Kalender, aber da lasse ich immer die Finger davon. Ich möchte nur die offiziell lizenzierten Kalender haben. So, danke fürs Zuschauen hier. Lasst auch ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, bis bald. Wir sehen uns jetzt öfter hier. Ciao.